Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Da oben wird gesägt. Ich hoffe, man hört es nicht allzu arg. Ist ein Richtmikro mit Windpuschelschutz. Sollte passen. Thema vom heutigen Video. Die Blüten bei mir im Garten zum momentanen Zeitpunkt, Anfang März, ja Ende Februar, die schauen wir uns an. Auch ein bisschen mit der Bedeutung dahinter. Denn es gibt da schon gewisse Unterschiede zwischen Schneeglöckchen und Schlüsselblume natürlich. Und das Video ist mein Beitrag zum Projekt vom Dominik. Wir für Vielfalt und Natur. Der Dominik pflanzt ja für jedes Video und jeden Beitrag, glaube ich, auf Instagram und Facebook ein paar Quadratmeter Blühfläche an. Die Projekterklärung würde jetzt hier den Rahmen vom Video sprengen, daher ist Video unten dazu in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne beim Dominik Obst- und Baumschule-Schreiber vorbeischauen. Ist ein sehr, sehr guter Kollege mittlerweile von mir. Wirklich super Typ, super kompetent, da gibt es gar nichts zu streiten, seitdem der meinen Pfirsichbaum da geschnitten hat im Vorgarten. Ja, läuft es wunderbar. Jetzt schauen wir uns aber mal, was hier blüht, im Detail an. Bei der Thematik gibt es jetzt so zwei Kriterien, die ich beachte. Zum einen ist die Pflanze heimisch oder nicht und das zweite ist, hat sie auch einen direkten Nutzen für den Menschen und eben nicht nur für die Tierchen. Das Gänseblümchen ist da so ein bisschen das Paradebeispiel, blüht mehr oder weniger das ganze Jahr, kann als Futterpflanze verwendet werden, kann auch vom Mensch gegessen werden als Nahrungsmittel oder eben ja, findet auch Verwendung als Heilpflanze. Dementsprechend tipptopp Sache hier. Beim Schneeglöckchen ist es, haben wir gleich einen direkten Vergleich, ein bisschen anders da. Die Schneeglöckchen haben giftige Alkaloide, sind zwar auch in Vorderasien und Teilen Europas beheimatet, auch die Griechen haben die wohl schon vor 2000 Jahren beschrieben, aber für uns, den Menschen, jetzt direkt nicht nutzbar. Und natürlich auch Dezember bis Februar haben wir jetzt nicht derart viel Bienenflug. Die Hasel hingegen, auch wie die Schneeglöckchen, Vorbote des Frühlings, die ist auch für den Menschen nutzbar. Früher wurden die Blütenstände hier wohl auch genutzt, um Mehl zu strecken und eben auch als Heilpflanze, Haselkätzchentee, auch wohl genutzt. Und ja, eine der ersten Nahrungsquellen im Jahr für Insekten. Und ja, hier haben wir eine Korkenzieherhasel, das ist keine wilde Hasel. Die Pflanze, die wir aber wild hier im Garten haben, sind die Schlüsselblumen. Ich sag's gleich dazu von Anfang an, die sind auf der roten Liste, bedroht, bitte nur im eigenen Garten ernten. Ganz lange Tradition in unserer Volksheilkunde haben die. Blütezeit ist in der Regel zwischen Ende März und Anfang Mai oder Ende Mai, also die sind auf jeden Fall einen Monat zu früh dran. Aber über die freue ich mich wirklich immer sehr. Ab und zu kommt da bei mir auch mal ein bisschen was in den Salat rein dann. Ja, hier die Eibe, da kommt nichts in den Salat rein. Die sind nämlich auch komplett giftig, bis auf die roten Hüllen der Beeren. Hier haben wir jetzt mal eine Blüte zur Abwechslung, ganz unscheinbar und klein. Ja, und ich finde, die hat so ein bisschen schlechtes Image, denn die europäische Eime, die ist nämlich heimisch. Das wird ja oftmals abgesprochen und ja, die roten Beeren sind, glaube ich, die Lieblingsspeise der Amseln bei mir im Winter. Man muss nur auf den Schnitt ein bisschen achten. Ja, wo man auch mal wieder ein bisschen schneiden muss, ist nicht am Kompost, sondern hier beim Winterschneeball. Der schießt nämlich ordentlich in die Höhe. Das ist auch wieder so ein Grenzgänger. Auch super tolle Pflanze da von November bis März oder teilweise April blüht. Bei mir hat er im Dezember angefangen und auch bei den Holzbienen zum Beispiel sehr beliebt. Aber auch eine Züchtung, Hybride, ich glaube aus Nordwales und ja, auch giftig für den Menschen. Aber nicht so ganz schlimm wie die Forsythie hier. Die meisten Insekten meiden wohl diese Forsythien oder die meisten Sorten. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die überhaupt hier Blütenpollen drin haben. Ja, und auch eben für den Menschen giftig. Wird auch in Gärtnerkreisen diskutiert, die Pflanze. Die Pflanze hier wird, denke ich, auch ab und zu diskutiert. Hat dieses Jahr bei mir im Januar noch ein klein wenig geblüht. Im Dezember auch noch letztes Jahr. Ist ein typischer Herbstblüher, der Efeu kennen wir. Überwiegend giftig für den Menschen, aber ich glaube als Waschmittel auch zum Beispiel ja, verwendbar. Hat auf jeden Fall seinen Mehrwert für die Insektenwelt. Ja, hier haben wir noch eine weitere Forsythie. Hier eine Blutjohannisbeere, die demnächst auch nochmal in die Blüte gehen wird. Und da nochmal unser schöner Winterschneeball. Und ja, der ist wirklich im November, Dezember tipptopp besucht. Und auch im Winter nochmal so eine Notnahrungsquelle. Aber es soll natürlich mehr in die Richtung gehen. Hier haben wir die Kornellkirsche im letzten Jahr gepflanzt. Heimisches Bärenobst in die Blüte gehen lassen. In die Richtung soll es natürlich eher gehen, als hier solche Zierpflanzen zu holen. Keine Zierpflanze, blüht auch nur ab und an, ist der Rosmarin. Hier haben wir sie mal, die Blüten. Und diese ganzen Knospen, wo man der Pflanze sehen kann, hier, das werden alles mal Blüten. So Ende März, Anfang April geht es da dann richtig los. Manche Sorten blühen auch im September. Ja, hier im Garten haben wir dann auch nochmal eine Pflanze, eher nicht heimisch, der persische Ehrenpreis. Ganz, ganz stark
invasiv. Der stammt ursprünglich aus dem Kaukasusraum und wurde zunächst in botanischen Gärten gehalten. Angeblich ist er aus dem botanischen Garten in Karlsruhe rausgebüxt. Ja, wird ja dann ganz gut in der räumlichen Nähe auch zu mir passen. Ist, glaube ich, auch nutzbar irgendwo, aber nicht so toll nutzbar wie der Feldsalat. Ja, das ist auch so ein Pflänzchen hier, Feldsalat oder auch andere Pflanzen im Garten wie der Radicchio hier. Die dürfen jetzt in die Blüte gehen, blühen zwar noch nicht und wachsen auch nicht wild im Garten. Hat der Feldsalat schon, der Radicchio noch nicht, aber auf jeden Fall sowas darf dann auch mal ganz gern blühen. Und der Wasabi, der ungeliebte Stiefkind, der geht jetzt auch tatsächlich in die Blüte, obwohl er hier nicht mal direkten Bodenkontakt hat. Ja, und das war die kleine Übersicht. Ja, was ist eure Meinung zu so Kandidaten hier wie den Schneeglöckchen? Also man muss sagen, man darf nicht zu vorschnell urteilen, denn gerade so Sachen wie zum Beispiel auch die Eibe sind manchmal tatsächlich in Verruf, nicht heimisch zu sein oder keinen Nutzen zu haben. Es stimmt aber nicht, wobei das beim Begriff heimisch natürlich wieder diese Auslegungssache ist, in welchem Zeitraum sieht man das, vor der Eiszeit, nach der Eiszeit im Prinzip, also der letzten Eiszeit, aber nichtsdestotrotz interessantes Videothema, denke ich. Wenn ihr es auch interessant gefunden habt und das Video euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen. Ich habe gedacht, ich filme die Blüten mal so ab, eben ja, wegen dem Krach da oben. Kanal abonnieren, Kommentar da lassen, was bei euch momentan im Garten blüht. Und ansonsten wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen, ganz viel Erfolg bei euren Projekten, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao! Und heute gibt es auch wieder ein Abspann. Ihr seht, ich war am Teich tätig. Jetzt gibt es hier eine Treppe, falls auch ein Igel oder ja, etwas in der Größenordnung reinfallen sollte. Und keine Sorge, Kapillarsystem habe ich hier ja auch angelegt. Um mal so auf eure Kommentare einzugehen, ist nicht immer ganz leicht, momentan auf alle zu antworten. Aber ich lese auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und Kommentieren. Macht's gut und ciao.